Bouldern ist Klettern ohne Seil. Wir haben Weichbodenmatten, das heißt, die Leute klettern bis Höhe 4,50 Meter und sind nicht durch Seil oder Gurt behindert. Das Bouldern hat seine Ursprünge im französischen Fontainebleau, wo bereits um 1900 erste Kletterer die dortigen Sandsteinfelsen für sich entdeckten. Geprägt wurde der Sport später durch den Amerikaner John Gill, der in den 1950er und 60er Jahren neue Klettertechniken mit Elementen aus dem Gerätturnen entwickelte. Inzwischen hat das Bouldern seinen Weg in die Kletterhallen gefunden, wodurch die Zahl der Anhänger stetig wächst. Ja, die Faszination für jeden ist halt, dass er einen Sport betreibt, bei dem er erfolgreich quasi ist. Jeder kann was schaffen. Es ist nicht so, dass nur Profis oder Leute, die extrem regelmäßig viermal die Woche klettern gehen oder bouldern gehen, Erfolg haben, sondern jeder. Man kommt rein als Anfänger, probiert seine ersten Züge und kommt oben an. Trotz fehlender Absicherung durch Seile und Gurte ist das Verletzungsrisiko beim Bouldern relativ gering. Die häufigsten ernsthaften Verletzungen beim Klettern sind mit Seilklettern in der Halle, weil da halt, wenn da ein Fehler passiert, jemand aus möglichst 15 Meter runterfällt auf einen Betonboden zum Beispiel, dass da die Verletzungen deutlich höher sind, als wenn man aus maximal 4,50 Meter auf Weichbodenmatten fällt. Ist klar, man kommt falsch auf, das passiert. Die häufigsten Verletzungen, die man hat, sind kleine Schürfwunden. Und dann kommt es halt schon mal zu Außenbändern, aber das ist im Verhältnis recht selten. Aus dem früheren Nischensport hat sich mittlerweile ein richtiger Trend nicht nur unter Kletterbegeisterten entwickelt, der körperliche und geistige Herausforderungen, Akrobatik und Spaß miteinander verbindet. Es existieren mittlerweile so viele große Boulderhallen und jeder probiert diesen Sport aus und erlebt halt auch, wie motivierend das ist, wie viel Spaß das ist, das zu machen. Es ist halt nicht, dass man wie ins Fitnessstudio beispielsweise, da geht man hin, setzt sich auf seine Maschine und macht immer wieder die gleiche Bewegung. So beim Bouldern hat man ganz andere Erlebnisse. Man bouldert mit anderen zusammen. Man bouldert im Grunde genommen direkt neben Leuten, die auf Weltniveau klettern. Und das erleben halt viele, die neu reinkommen, direkt sehr schnell als positiv, wie freundlich man miteinander umgeht, wie angenehm die Atmosphäre ist. Es gibt keinen Tipp, wo man jetzt sagt, das muss ich beachten, wenn. Man kommt, bekommt alle wichtigen Informationen eigentlich, wenn man die Halle betritt und dann kann man loslegen. Einfach probieren, keine Scheu haben, sich darauf einlassen.